Zeitansage von Hans-Dieter Hüsch. Den Text hat er 1990 geschrieben. Der ist noch immer gültig. Wir leben in einer gespaltenen Welt mit unseren geteilten Köpfen und Herzen. Wir nehmen unsere absurde Zeit schon gar nicht mehr wahr. Wir sehen alles, wir sehen nichts. Wir wissen alles und wissen nichts. Wir lesen darauf los, um unsere Seelen zu retten. Wir retten nichts, wir hören nichts. Wir hören alles und erkennen nichts. Wir sehen die Plakate und merken nichts. Darauf steht, ich rauche gern. Wir sehen einen freundlichen jungen Mann oder ein nettes junges Mädchen und beide sagen, ich rauche gern. Und unten am Rande steht geschrieben, der Bundesgesundheitsminister, Rauchen gefährdet Ihre Gesundheit. Aber ich rauche gern, sagt der junge Mann, sagt das junge Mädchen. Wir lesen alles und lesen nichts. Die Welt ist gespalten. Warum kein Plakat, ich rauche nicht mehr, mit den gleichen jungen Menschen drauf? Und wir lesen, ich rauche nicht mehr, aber wir lesen alles und lesen nichts. Wir haben keine Plakatwände, wir haben keine Lobby, und es könnte eines Tages vielleicht sogar ein Plakat geben mit einem frischen, fröhlichen Soldaten drauf, der spielt mit einer Maschinenpistole und sagt auf dem Plakat, ich spiele gern. Und am Rande steht geschrieben, der Bundesverteidigungsminister, das Spielen mit dieser Waffe gefährdet Ihre Gesundheit. Wir wissen alles und wissen nichts. Wir leben in einer gespaltenen Welt. Der Mensch wird in einen Abgrund gelockt. Dann wird ihm gesagt, du, wir haben dich frühzeitig gewarnt. Wir haben auf die Gefahren aufmerksam gemacht. Schließlich hat der Mensch ja einen freien Willen. So einfach ist das, so einfach. Doch, wenn das so einfach ist, könnte man ja auch die ganze Werbung wegfallen lassen und freiwillig aufhören, den Menschen zu nötigen. Wir würden ganz neue Plakate aufstellen, unsere Plakate, Plakate voll Hoffnung und Zuversicht und Zärtlichkeit, auf denen Gottes Wunder verkündet würden. Plakate voller Zuversicht und Zukunftswärme. Plakate, die zum Leben verführen und nicht zum Sterben. Plakate, die die Liebe erklären und nicht den Krieg. Plakate, die nicht nach Gewinn trachten, sondern Brot und Wein für alle versprechen. Plakate, auf denen ein Fest angesagt wird, ein Fest, auf dem alle sich zeigen und freuen, reden und trinken, tanzen und lachen. Gottes Plakate sollen vom Himmel regnen, uns begleiten von Häuserwand zu Häuserwand, uns fröhlich machen, die Enttäuschten wieder lachend machen, die Verbitterten wieder glücklich machen, die Hoffnungslosen wieder zuversichtlich. So, dass wir wieder, wenn wir nichts lesen, alles lesen, nichts wissen, alles wissen, weil wir Gottes Kinder sind. So, dass unser Ende ein Anfang ist und sein Anfang unser Ende, weil unsere Frucht die Ehrfurcht ist. Unser Wirt, seine Liebe, unsere Fantasie und seine Fantasie, unsere Liebe. Die Welt ist wieder eins und wir sind eins mit ihm durch sein Wort und seine Ewigkeit. Hans-Dieter Hüsch, Zeitansage.